Baby. Also ein halbes Jahr ist wirklich noch ein Baby. Im November auf ein Segelschiff nach Amerika zu gehen bis Februar, über den Winter, mit solchen kleinen Kindern, das macht man eigentlich nicht ohne Not. Und da hat eben auch Herr Rode also sich einfach was ausgedacht. Der hat Folgendes geschrieben. Der Bruder von Heinrich Goebel hat im Grunde eine ähnliche Arbeit gemacht wie Heinrich Goebel. Auch so ein Tipp, ne? Und das Haus von Axel Hake ist das, glaube ich, jetzt das Huhnsche Haus, Goebelhaus, ne? Das hat tatsächlich dem Bruder 2 Jahre lang gehört. Also der hat das mal erworben. Das ist aber erst lange nach Goebbels Geburt gebaut. Das ist also keinesfalls das Geburtshaus. Das Geburtshaus steht nicht mehr und dieses Haus stand noch nicht, als Goebel geboren. Es ist also nicht das Goebelhaus, ist kein Geburtshaus. Ist aber egal. Dieses Haus hat dem Bruder von Goebel gehört. Und daraus macht jetzt der Lehrer Rode, also wenn der Bruder ein Haus gekauft hat und Heinrich Goebel nicht, dann hat er ja mindestens so viel Geld gespart, wie der Bruder auch hatte. Und mit dem Geld ist er also nach Amerika ausgewandert. Und das kann man natürlich, das ist irgendeine Hilfserklärung, die ist ja auch gar nicht gestützt, außer konstruiert, ne? Und tatsächlich, wenn du dir vorstellst, im November auf den Atlantik zu gehen mit dem Segelschiff, mit so kleinen Kindern, also das zeugt ja, man kann sagen, für Mut, für Doofheit, für Verwegenheit und für Not. Aber eine tolle Sache ist das an sich nicht. Und dann ist er dort sofort als Henry Goebel eingewandert, hat da erzählt, er sei Uhrmacher, hätte Chemie studiert und hat einen Juwelierladen gemietet. Und in dem Mietvertrag, den habe ich ja auch hier, da ist auch Exklusivklausel. Der darf nichts anderes machen als Juwelierladen. Und über den Freimaurerclub hat er einen anderen New Yorker Juwelier kennengelernt. Der hat ihn wahrscheinlich mit den ersten Sachen versorgt. Und der hatte Patente. Und daher kommt das mit der Nähmaschine. Der hatte diese Nähmaschinen-Säumer-Patente. Und da hat Goebel, mit dem hat er sich auch zerstritten, da hat er dieses Nähmaschinen-Säumer-Patent ab, diesen Winkel, den er da patentiert, abgezockt. Ja, darüber gibt es aber jetzt nur durch diese blöden Gerichtsprozesse, gibt es nur von all diesen Leuten, und das ist eben solche Patentsachen und so, diese Patentablehnung schriftlich, das sind Dokumente. Das hat nicht irgendein böser Feind, weißt du, ich habe deine Frau gevögelt, deshalb bist du jetzt beleidigt und machst falsche Aussagen gegen mich oder so war das nicht. Das sind echte Gerichtsdokumente und immer Heinrich Goebel, immer mutig voran, weißt du. Der kam also mit dem Schiff an, wo die deutschen Einwanderer ankommen und vor 100 Meter weiter hat er seinen Laden gemietet. Und die haben also, wenn die auswanderten, überlegt, ja, was nehme ich denn alles mit? Das kann ich hier lassen, das kann ich wegschmeißen, das kann man alles nicht mit sich rumschleppen. Aber diese wertvolle Wachsfigur, die nehme ich mit. Da kann man mal Geld draus machen. Und Heinrich Goebel war genau, wo die ankamen und hatte einen An- und Verkaufsladen. Der hat den Leuten für nichts ein bisschen Bargeld gegeben und dann deshalb hatte der den halben Laden voll Kuriositäten, von denen er den Leuten Wunder erzählte, dass er das alles gemacht hat. Und diese Wachsfigur, die wird von mehreren Leuten, diese Zahnarztfigur, von mehreren Leuten beschrieben. Das ist absolut unmöglich, dass ein Mann eine solche Figur baut. Der macht ein Meisterwerk. Er hat vorher keins gemacht und hinterher keins. Das weißt du mit deinen Filzfiguren, wie die ersten Filzsachen werden und dass man dann ein bisschen besser wird und irgendwann kann man das. Der kann nicht eine so faszinierende Figur, eine einzige gemacht haben. Also der Zahnarzt rennt durch die Gegend und sucht im Juwelierladen einen, der ihm eine Wachsfigur baut. Und diese eine Figur ist so toll. Und komischerweise hat er aber gar nicht der Zahnarzt, die hat er in seinem Laden. Also es stimmt hinten und vorne nicht. Da gibt es Welche dann. Zeit ist denn eigentlich die Streit? Was ist das Datum, worum gestritten wird, wer jetzt vor wem da gewesen ist? Also Edison vor Goebel oder